Ich grüße euch, willkommen, hier ist der Falaga zum nächsten Teil meines Let's Play des DLC von Dragon Age Origins, die Chroniken von Goldamar. Wie euch sicherlich erinnert, beim letzten Mal haben wir, schön wie die Vögel pfeifen, die Wolken ziehen, das Dorf der Miwok verlassen, in dem wir einige Quests erhalten haben. Zum Beispiel müssen wir einen Ferkel finden. Ja, ich eins auf vier Beinen. Ja, ein verlorenes Ferkel für Igor, nicht Igor, nicht Igor. Wir mussten den Trinker von Zibias gehörig erschrecken, indem wir als Ahnengeister auftauchen. Und wir müssen einen Oger von den Honigplätzen vertreiben. Auf das wieder neuer Met gebraut werden kann. Ansonsten natürlich die üblichen Quests hier so. Also noch viel zu tun und viel zu wenig Zeit. Gehen wir es also weiter an. Mal gucken. Jetzt sind wir in Razzalo. Was? Rakotolo. Rakotolo. Rambazamba. Sieht aber nicht aus wie Garnisonsgegend. Ein bisschen. Okay. Cutscene. Habe ich richtig gesehen? War das nicht dein Bruder, der dort in der Höhle verschwand? Ja, verflucht! Das war Nuri! Was tut der dumme Bengel hier? Ja, ich war so verblüfft, dass ich nicht rechtzeitig reagieren konnte. Okay, wir haben also einen jüngeren Bruder namens Nuri. Das war dieser kleine, mutige Kerl. Und das war wohl dessen Hund. Ja, wir waren natürlich verblüfft. Dein Brüderchen hat das Faustdick hinter den Ohren. Allerdings könnte es ganz schön gefährlich für ihn werden. Ja, der kommt nach mir. Ist halt mein Bruder, ne? Hat alles von mir gelernt. Und du hast mal wieder die Hosen, die Robe, die Magierrobe gestrichen voll. Wenn ich ihn erwisch, kriegt er eine ordentliche Tracht Prügel. Ja, nee, ist er. Ja, wer weiß, was in dieser Höhle drin ist. Er könnte sterben. Das denke ich allerdings eher, wenn man mal bedenkt, wie groß der Eingang ist und wie groß etwas sein muss, was so einen Eingang benötigt in Fantasy-Spielen. In einem Spiel, das Dragon Age heißt. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt der Fall sein wird. Aber er könnte schon sterben. Deine Mutter wird zusammenbrechen, wenn... Wenn er stirbt. Niemals. Denn wir drei werden das verhindern, nicht wahr? Ja, wir doch. Müssen wir ja. So, ich muss noch mal sagen, die Musik war natürlich klasse, ja. Alles extra komponiert für dieses DLC. Ist schon
Also wurde schon gewaltig Aufwand betrieben. Auch mit der Story, die ist zwar relativ durchschaubar, klar, man muss ein paar Prüfungen ablegen, aber gut gewürzt durch Sequenzen, Zusatzquests und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich rede noch ein bisschen weiter, damit ich nicht in die Hölle muss. Aber am Ende beißt der Drache sich den Schwanz nicht ab und wir müssen sowieso rein. Also schauen wir uns die Hölle mal an. Oh Schreck. Oh Schreck. Ach, schön, wie das Sonnenlicht hier so reinstrahlt. Da draußen ist so schön, gehen wir doch wieder raus, ein bisschen in die Sonne. Oh Gott. Oh, die Wilde. Okay, das war ich nicht, möchte ich anmerken. Wo war ich das? Nein. Hat er von allein gezogen. Kristall. Erhaltene Gegenstände? Ach, ein schwacher Lysium-Trank. Ja, wir haben schon ganz schön Zeug zusammengefarmt hier. Haben aber noch Platz für weitere Schätze. Ha! Ein weißer Wolf. So greife er an. Ein weißer Wolf. Wie du willst. Ja, so will ich. Es läuft ja auch noch weg. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, es ging ja noch. Weißes Wolfsfell. Ja, die sowohl Herkunft als auch Zweck dieses Gegenstandes sind ein Rätsel. Also ich weiß, es kommt von einem weißen Wolf. Ha, bin ich klug. Und wofür man es nimmt? Ja, normalerweise verscheuert man natürlich so viel wie möglich. Oder man legt es vor einen Kamin. Oder macht einen Umhang daraus. Und wird Schamane. Also so richtig klar ist das hier nicht, was das hier ist. Aber wir sehen, logischerweise, Wölfe leben natürlich im Rudel. Die Überraschung ist nicht besonders groß, das sind noch mehr. Hm, ein langes Schwert, eine Nietenrüstung, ein... Ach, nehmen wir einfach alles mit. Ja, mal, warte mal. Jetzt können wir ja gucken, ob wir... Wir haben ja Pfeil und Bogen. Ich kläre das schon. Wenn du jetzt noch was triffst, dann bist du richtig der Held. Ah. An alle Tierschützer. Diese Wölfe sind nicht wirklich gestorben. So. Hier geht's noch hoch. Ja, schön, hier ging's noch hoch. Hier geht's auch wieder runter. Und ich bin nur ganz feige und speichere ab. Wurde nicht umsonst eingebaut, diese Funktion. Oh Mann. Ah. Tageslicht. Kurz. Hm. Schöne Gegend. Ja. Egal. Kommen wir aber ganz schön weit. Ein Geode. Da war doch was. Genau.
Müsste man mit dem Steinchen drauf rumpicken? Wunderbar. Flammenschlag. Es war eine verdammte Falle. Es war eine verdammte Falle. Ich glaub's ja wohl nicht. Die Geisterrobe, das ist doch wahrscheinlich dann hier. Was sehe ich hier? Eine Kriegsaxt. Ist die zweihändig? Haupthand, nein, ist einhändig. Ich brauche eine bessere Axt. Verdammte Axt! Ja, nun ist aber gut, ja? Ich möchte anmerken, ich bin Feuer und Flamme für das Spiel. Na gut. Was ist denn das? Was haben wir denn da? Da hat ja jemand hier hin. Eine Mauer vor einem Felsen gebaut. Das sieht ein bisschen aus wie irgendein Begräbnisritual, Schrägstrich. Ganz viel Ärger. Städte. Das sieht aber nicht so aus, als wenn das schon, also... Noch ein Geode. Wollen wir noch Flammenschlag uns angucken? Was? Toll. Nach dem Flammenschlag folgt natürlich die blutende Wunde. Wir nehmen auch wirklich alles mit heute her. Wir sind leidgeprüft, wir nehmen alles mit. Haben dafür aber irgendwas erhalten. Halt! Fallen! Das kann dir so, das gefällt dir, was? Mach mal weg. Ganze 10 EP. Es ist ein Wahnsinn, wie wir hier leveln. Und wir hören Wölfe. Also ich höre sie. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Also ich weiß nicht, der Geode ist mir jetzt irgendwie nicht mal so... Also... Bin jetzt nicht mal so heiß drauf. Ja, wie nun weiter? Was? Es gibt ja eine Map. Sehr aussagekräftig. Die Höhlen von Rakozolo sind wir also. Okay, ja. Soweit so ungut. Da geht's raus. Jetzt sind wir schon weit weg. Jetzt ist die Frage. Links oder rechts? Rechts oder links? Und auf einmal ging's. Ich habe keine... Ja. Irgendwo muss mein Bruder ja stecken. Dieses Früchtchen. Okay, das sind Wölfe. Siehst du sie? Schießt du drauf? Nein! Och, herrje. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Das hat mich zwei Wundumschläge gekostet, diese... Mann, die Wölfe sind ja aber auch bitterböse und hammerhart. Okay, wir haben einen Stufenaufstieg für unseren Dieb. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob wir noch ein paar herstellen können. Ja, können wir.
So, da haben wir wieder 7 und unser Dieb macht mal ein Level. Ups. Ja. Geschicklichkeit und Klugheit. Genau das, was er braucht. Schauen wir mal hier die Heimlichkeit unter der Gürtellinie. Hm. Großwildjäger könnte man verbessern. Der Jäger feuert seine Pfeile im enormen Tempo ab. Je geschickter der Jäger, desto länger kann er diese nötige Konzentration aufrechterhalten. Ach so, das ist eine Aktivierung. Eine Eigenschaft sozusagen. Giftpfeile. Ich muss sagen, das sind schon tolle Sachen dabei. Defensiver Schuss. In diesem Modus verändert der Bogenschütze seinen Stand, wodurch er auf Kosten der Schussgeschwindigkeit einen Bonus auf seine Verteidigung erhält. Ach nein, die gehen ja immer alle auf mich. Ist beides aktiviert. Aber wir machen mal hier die Großwildjagd weiter. Ich bin da. Ach du liebe Lise. Wir sind schon fast mit 3 oder 4 nicht fertig geworden und nicht ein ganzes Rudel. Jetzt kommen sie aber hier hoch, oder? Nein, kommen sie nicht. Wir sind schlicht und ergreifend. Alles klar, also wir können also praktisch von hier oben mal gucken. Müssen aber dann den anderen Weg nehmen, den jetzt gleich die Wölfe entlang kommen. Um da unten weiterzugehen. Ja, dann können wir schon mal zurückgehen. Die Wölfe müssen jeden Augenblick eintreffen. Ha, ein ganzes Stück Weg vor sich anscheinend. Na, wo seid ihr? Wolf, Wolf, Wolf. Hier ist das Rotkäppchen. Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Oh! Das machst du auch. Verdammt. Was ich immer verfehle. So, Bruderherz. Jetzt reden wir mal über meine kaputte Hose. Mann, die machen... Ich treffe immer nicht. Das macht mich fix und alle. So, aber jetzt erstmal... Puh, das war knapp. Was du nicht sagst. Und guck auf meine kaputte Hose. Das waren die Wölfe. Nori, du blöder Vollidiot. Was hattest du denn in dieser Höhle zu suchen? Das sag ich natürlich nicht, egal. Also, es ist eine, passt dann überhaupt nicht. Nori, was bin ich froh, dass wir dich lebend gefunden haben. Das klingt schon wieder weinerlich. Na, ein Vollidiot ist aber nie. Was hattest du denn in dieser Höhle zu suchen? Was hattest du denn in dieser Höhle zu suchen? Ich, ehrlich gesagt, ich bin euch nachgeschlichen. Ich wollte sehen, was ihr alles machen müsst. Wie bist du denn vor uns? Ah, während wir im Dorf waren, in der Kneipe hast du dich also an selbigen vorbeigeschlichen. Sieh einer an. Du elender kleiner Schwachkopf. Hast du gedacht, wir wären hier rein? Ach so, wir wären hier rein in die Höhle gegangen. Natürlich. Entschuldigung, jetzt bin ich der Schwachkopf hier. Du musst deine übermäßige Neugier wirklich bekämpfen. Sonst wird sie dich noch ins Verderben führen. Hast du denn gedacht, wir wären in dieser Höhle? Nein, das nicht. Ich habe eure Spur im Wald verloren. Aber da habe ich diesen komischen Mann gesehen. Was für ein komischer Mann? Was für ein komischer Mann? Komisch halt. Unheimlich. Ich glaube, er hatte rote Augen. Außerdem hat er Marlor einen Fußtritt verpasst. Aha, genau, ach, der mit den roten Augen.
Der Hund hat uns hergeführt. Ohne ihn wärst du schon tot. Du bist also diesem Kerl bis in diese Höhle gefolgt? Ja, aber er muss ganz nach hinten gegangen sein. So weit konnte ich nicht. Die Wölfe haben mich gewittert. Es ist mir scheißegal, was da hinten für ein Bursche haust. Du gehst jetzt sofort heim. Naja, du, das passt natürlich. Das hättest du dir denken können, oder? Dass in einer Höhle wilde Tiere hausen können. Ja, wir versuchen. Ich dachte, wenn der Mann reingeht? Dann gehst du auch rein. Ja, du das auch. Kannst du das auch. Nuri, ein Jäger, der nicht alles bedenkt, lebt nicht lange. Tut mir leid. Willst du es Papa erzählen? Ja, jetzt bist du kleinlaut, was? Er wird alles erfahren, sofern wir ins Dorf zurückkehren. Also wenn ich in dieser verdammten Höhle sterbe, werde ich als Geist zurückkommen. Und dein Leben lang an deinem Bett wachen. Und natürlich wirst du von Dad auch noch richtig verprügelt. Das härtet dich nur ab, Nuri. Sei lieber froh, dass wir zur rechten Zeit gekommen sind. Ja, ja, ich sag ja gar nichts. Ich hoffe trotzdem, dass ihr es schafft. Danke sehr. Das will ich hoffen. Und nun mach, dass du wegkommst. Bye, bye. Ach, unser kleiner Bruder. Der wird uns noch viel Ärger machen in naher Zukunft. Oh, jetzt habe ich aber noch euch am Hals. Also weiter. Ich speichere nochmal ab. Diese Folge ist eh gleich zu Ende. Ja, was... Na, lass mal nochmal anbrennen, anbrutzeln. Irgend sowas. Aua! Es könnte wenigstens Erfahrungspunkte geben. Zumindest meine Meinung. Jetzt geht's los. Wolf, 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 Wolf. Natürlich. Halt! Was zur Henker machst du jetzt mit dem Dolch? Was hast du überhaupt für eine zweite Waffe hier? Ach du, dieses Schwert. Ein Dolch. Barbarenkurzschwert. Kannst du bestimmt auch irgendwas in die andere Hand nehmen. Bist doch ein Dieb. Harder ist doch Jäger. Kann der? Sollte der? Geht. Sehr praktisch. Du sollst aber jetzt erstmal auf den da so schießen. Ja, von mir aus. Ganz ruhig. Ruhig. Ach, na endlich. Der Weg zu diesem Level war wirklich verdammt lang. Dazwischen war ich schon baden und hab fast die Tochter des Häuptlings vernascht. Boah, so. Ich glaube, wir müssen wirklich die Geschicklichkeit ein bisschen mitziehen. Sonst kommen wir hier auf keinen grünen Zweig. Wir treffen einfach immer nicht. Präziser Schlag reduziert die Angriffsgeschwindigkeit. Jetzt haben wir hier Waffenmeister. Vorteil der verschiedenen Schwert. Der Krieger hat eine Chance, physische Attacken zu parieren. Über Vorteilen. Der Waffenmeister setzt sein Können ein, um einen entscheidenden Vorteil herauszuschlagen. Bei Schwert entzieht dem Gegner Leben und heilt den Krieger. Aber ich habe eine Axt, ne? Ja, schwächt die Rüstung, schützt den Krieger. Ich habe ja die Axt im Walde, also auf dem Rücken. Krieger Tugenden war,
Benötigt Kunst, die 18... Ach du liebe... Ne. Flink wie ein Wiesel. Ach, so viele Eigenschaften und so wenig. Betäubender Treffer, passiv. Die Vorliebe des Charakters für schwere zweihändige Waffen sorgt dafür, dass er allein aufgrund der reinen Masse hinter seinen Schlägen bei jedem Angriff Chance hat, einen Gegner zu betäuben. Das ist natürlich sehr gut. Und unglaublich wichtig. So wichtig, dass ich vor Schreck gleich speichern muss. Und halt! Da wir sowieso gerade gespeichert haben, können wir natürlich kurz in uns gehen, die Aussicht genießen und diese Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dragon Age Origins, dem DLC, die Chroniken von Koldamar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier war euer Falaga. Macht's gut!